Hey, ich war auf der Dokumi und habe ein bisschen mitgefilmt. Das, was ihr hier gerade im Hintergrund laufen seht, das ist der Tag davor. Da habe ich meine Perücke ausprobiert und geschaut, wie ich das morgen mache, wegen meinem Cosplay. Pausiert jetzt mal das Video und schreibt mir in die Kommentare, was ihr glaubt, wen ich cosplaye. Und Auflösung gibt es dann in 3, 2, 1. Ich wollte Rei aus Evangelion cosplayen mit langen Haaren. Ich habe das bei ein paar Figuren gesehen und ich finde, das sah sehr cool aus und ich wollte es auch machen. Ich habe jetzt kein perfektes Cosplay, also ich habe ihren Suit nicht. Ich habe mir einfach so ein weißes Kleid bestellt, was so ein bisschen in dem Vibe ist, wie der Charakter. Und dann halt mich so ein bisschen danach geschminkt, damit alles grob passt. Das ist jetzt nicht, wie gesagt, 1 zu 1. Aber ich war richtig happy mit der Perücke. Das ist eine, die ich einfach von Amazon bestellt habe und ich liebe es. Ich liebe die Haarfarbe, ich liebe die Länge, ich habe mich so gefühlt mit dieser Perücke. Dieser Pony war viel zu lang und ich hatte so viel Schiss, den zu schneiden, dass ich mir, warum auch immer, gedacht habe, es wäre eine gute Idee, den einfach gar nicht zu schneiden. Ich dachte mir, ich kann den easy einfach unterwegs ein bisschen stylen, dass der gut aussieht. Ja, also ich hätte schon so ein bisschen was abschneiden sollen. So, das ist jetzt der Freitagmorgen vor der Dokumi und ich sehe sehr müde aus, weil ich sehr früh aufstehen musste, für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Wir haben nämlich 6 Stunden Reisezeit vor uns, um nach Düsseldorf zu kommen, also zur Dokumi, zum Messegelände. Dann habe ich mir meine Perücke eingepackt und meine Kontaktlinsen mitgenommen. Der Rest des Cosplays wird dann unterwegs irgendwie zusammengestellt. Und dann ging es schon los. Ich habe mich mit einem Freund am Bahnhof getroffen und dann sind wir weitergefahren. Und dann habe ich mir unterwegs, wie gesagt, irgendwie die Perücke aufgesetzt am Bahnhof. Bin dann nochmal auf Toilette gegangen, um mir die Kontaktlinsen da irgendwie reinzuhauen. Auf jeden Fall sind wir dann bei der Dokumi gelandet und ich war gehypt. Unterwegs haben wir noch jemanden aufgesammelt und dann waren wir eine kleine Gruppe, also wir waren zu dritt und eigentlich finde ich die perfekte Größe, um über so eine Messe zu laufen. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Auf jeden Fall war es der erste Tag, dass ich mit ihr gefilmt habe und man merkt schon so ein bisschen, ich bin nicht so fit mit der, also ich brauche noch ein bisschen Übung. Also verzeiht mir, wenn es ein bisschen wackelig ist teilweise. Aber zurück zur Dokumi. So, wir sind da bei dem Eingang reingelaufen. Ich habe mich richtig gefreut, man hat schon direkt die ganzen Cosplays gesehen und alle waren so hübsch und ah, ich war so nervös. Meine Hauptmission war es, an dem Tag in Halle 3 zu Drawing Like a Star zu kommen. Und damit habe ich meine kleine Gruppe ein bisschen genervt, aber die waren okay damit. Ja, da angekommen, das war meine allererste Dokumi. Das habe ich gar nicht gesagt. Es ist meine allererste Dokumi gewesen und ich war ein bisschen lost. Vor allem, weil ich so klein bin, da war es nicht so einfach, weil auf einmal waren da ganz viele Menschen. Ja, auf jeden Fall wurde meine Größe ein bisschen zum Verhängnis. Ich habe versucht, über die Köpfe zu filmen, damit ihr wenigstens etwas seht. Aber sobald ein paar mehr Menschen da sind, tauche ich etwas unter. Ja, Spike läuft ab und zu durch mein Bild. Das ist ein Freund von mir. Das Cosplay von ihm war auch richtig pretty. Und dann sind wir in die erste Halle direkt rein. Und das war so eine Halle, wo schon ein paar Spiele aufgebaut worden sind. Autos standen da rum. Ich war ein bisschen lost. Da waren noch ein paar Merchandise-Stände. Ich weiß nicht ganz genau, ob die Halle ein Theme hatte oder ob es einfach random durcheinander geschmissene Sachen waren. Aber Kleinentwickler, auch Leute, die man so schon kennt. Vor allem die Autos fand ich richtig cool. Das Totoro-Auto ist jetzt nicht von der Halle, aber ich habe es mal dazu gepackt, weil passt so schön zusammen irgendwie. Ja, und dann ging es in die Halle 4. Und angekommen hat da irgendjemand schon abgedanced und alle standen drumherum. Ich konnte gar nichts sehen. Aber gut, dann ging es darauf direkt weiter. Durch die Menschenmassen irgendwie in Halle 3 dann. Und da habe ich dieses geile Cosplay hier gefunden. Ach, so nice. Und dann ging es rüber zu den Künstlern. Oh, ich habe mich so gefreut. Ganz, ganz viele Künstler. Aber sorry, guckt euch das an. Es waren so viele cute Sachen dabei und oh mein Gott. Einfach richtig pretty. Ich habe leider nicht so viel gekauft, weil es schon etwas teuer ist. Für mein Budget war da nicht so viel drin. Aber ich zeige euch am Ende des Videos, was ich da alles mitgenommen habe. Hätte ich das Geld, würde ich wirklich bei jedem Stand, hätte ich da was mitgenommen. Allein sich das alles anzuschauen, war eine richtig coole Erfahrung. At this point möchte ich euch noch jemanden empfehlen, und zwar die liebe Konfetti-Werke war auch da. Sie hat sich nämlich sehr viele Postkarten und kleine Kunstwerke mitgenommen auf der Dokumi und da auch über den Instagram und alles dazu. Also falls ihr ein bisschen mehr wissen wollt, wer da alles Aussteller war, dann geht mal auf ihren Instagram, also von Graffiti-Werke, und da hat sie so eine Story für. Ich hoffe, das ist okay, dass ich sie jetzt hier nenne. Ich habe sie nicht gefragt. Das ist auch das erste Mal, dass ich so ein bisschen vlogge und es hat mir so viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch gefällt es auch. So, jetzt im Nachhinein fallen mir ein paar Sachen auf, die ich besser machen kann. Das ist ja auch immer
Zweck der Sache irgendwie. Aber ich hoffe, euch gefällt es bis jetzt auch. So. Wir sind dann auch nochmal in die 18-Plus-Abteilung gegangen. Und da gab es so einen richtig nicen Shootingplatz. Ich habe den leider nicht gefilmt. Damit. Aber wir haben da Fotos gemacht. Und ich kann euch gerne mal die zeigen, die wir von mir gemacht haben. Bin richtig stolz. Also sie sind schon bearbeitet. Kleine Triggerwarnung, es sind Fake-Waffen zu sehen auf dem Bild. Es gibt eine Fake-Pistole, die ich in der Hand halte. Ach, ich liebe die Bilder. Die sind so cool geworden. Hier nochmal, ich bin kein Freund von Waffen, aber es ist nur ein Cosplay. Also, ne? Alles gut. Die Zeit ist super schnell vergangen. Und ohne es zu bemerken, läuft man so viel. Ich weiß nicht, ob der sich verlaufen hat oder ob es einfach nur ein verdammt geiles Cosplay ist. Ja. Und dann habe ich noch so ein paar Plüschis und so gefunden, wieder sehr viel Merch. Und dann sind wir nochmal rausgegangen auf der Suche nach etwas zu futtern. Und da haben wir diesen Rahmenladen ganz hinten entdeckt und dachten uns, der sieht sehr cool aus. Da war so ein Naruto drauf und so Kakashi stand da dran. Ich habe mich voll erschrocken vor dem, weil ich den irgendwie so im Augenwinkel nur gesehen habe einmal. Ja, und dann haben wir uns Rahmen geholt. Es sieht richtig pretty aus, es war ganz okay. Es war halt so ein bisschen Essen. Kleine Stärkung, was getrunken und dann ging es auch direkt weiter. Ich muss alles filmen, wo Rai drauf ist. Ich spreche den Namen jetzt deutsch aus. Ich weiß nicht, ob ich Rai oder Ray sagen soll. Ich spreche ihn deutsch aus, das passt schon. Ja, und dann ging es langsam schon zu Ende. Dann sind wir nochmal in die Halle 1 gegangen, um uns ein bisschen die Figuren anzugucken. Da waren so viele Figuren und so viele geile Figuren. Oh mein Gott, ich würde sie am liebsten alle mitnehmen. Die Figur von Chainsaw Man habe ich so lange schon im Auge, aber ich habe sie mir dann doch nicht geholt. Irgendwann mal sehen, wenn ich mal 30 Euro zu viel übrig habe, was so gut wie nie passiert. Ganz viele Plüschis, bei denen ich mich zurückhalten muss. Wieder Ray, natürlich. Die Zorro-Figur hat mir auch richtig gut gefallen. Genauso wie die hier, also die von Jojo. Die Figuren sehen ja so gut aus. Oh mein Gott, haltet mich auf, wirklich. Natürlich ein paar Cowboy Bebop-Figuren. Vor allem, weil wir einen Spike dabei hatten, musste ich Spike natürlich auch filmen, ne? Da ist mein One Piece jetzt aufgegangen. Ich habe die ganze Zeit nach einer Mystery-Tüte, also so eine Loot-Tüte für One Piece gesucht. Aber ich habe keine gefunden. Und dann gab es eine kleine Ecke mit Ghibli, aber die war so überfüllt, dass wir es da gar nicht reingeschafft haben zeitlich. Was ist euer Lieblings-Ghibli-Film? Bei mir ist es 100% das Schloss im Himmel. Das ist einfach meine Liebe, dieser Film. Und dann haben wir uns zusammen ein Lucky Bag geholt, also haben Hälfte-Hälfte gemacht, damit es nicht so teuer ist. Den packen wir auch gleich aus. Denn das war's schon von der Doku hier, also es ging nach Hause für uns. Beziehungsweise ins Hotel. Wir haben uns für die Nacht noch ein Hotel genommen. Einfach, weil es ein bisschen chilliger war. Das Hotel war aber auf der komplett anderen Seite, weil die um das Messegelände sind einfach unbezahlbar, wenn man nicht früh genug guckt. So sah ich dann am Ende des Tages aus, bisschen fertig, bisschen K.O., bisschen viel gelaufen, aber verdammt glücklich. Oh mein Gott, das hat mir so viel Spaß gemacht. So, im Hotel angekommen, machen wir jetzt mal die Lootbox auf. Wir haben abwechselnd immer einer gezogen, weil das sind 6 verschiedene Sachen drin. Das war das erste. So ein Plüschi. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube, es ist eine Figur aus Genshin Impact, weil damit habe ich gar nichts am Hut und die sieht so ein bisschen da aus, aber ich kann auch komplett falsch liegen. Wenn es einer weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Der chillt nämlich jetzt auf meinem Regal. Und da habe ich dieses Buch rausgezogen. Das ist einfach so ein ganz normales Notizheft, halt im Tokyo Ghoul Theme. Als nächstes Trommelwirbel. Gab es da aus Tokyo Revengers einen? Ich habe den Namen vergessen von ihm. Ah, verdammt, das ist ein bisschen her, dass ich es geguckt habe. Aber es ist einer meiner Lieblinge und ich finde das Charakterdesign auch richtig cute. Den habe ich bekommen, wieder. Und dann ging es weiter. Und zwar war das noch drin. Das ist so eine Tüte, also relativ hochwertig. Es ist halt so ein Beutel. Das Wort hat mir gefehlt. Genau, richtig cute. Nummer 5 ist dann das Ding hier, da wussten wir beide nicht ganz genau, was wir damit anfangen sollen. Das ist so ein Schlüsselanhänger. Der passt halt zu mir, deswegen habe ich ihn bekommen, weil der so mit Farbe und so ist. Aber so, ich glaube nicht, dass der von irgendeinem Anime ist, oder? Oder bin ich lost? Kann es sein?
Und dann war ich wieder dran. Das letzte hat mich richtig glücklich gemacht, denn da waren doch noch etwas von One Piece drin. So ein Anhänger von Robin. Das war's aber vom Hotel. Jetzt geht's wieder zu mir nach Hause und jetzt zeige ich euch mal, was ich mitgenommen habe. Und zwar einmal natürlich Chainsaw Man. Ich habe den 13. Band noch nicht, da habe ich mir den eingesteckt. Bei dem Kauf hat man noch das Plakat dazu bekommen, was im Hintergrund liegt. Ein paar Sticker von einem Indie-Game. Dann noch so eine Random-Karte von einem Artist. Leider habe ich nicht mehr mitgenommen. Ich wünschte, ich hätte ein paar mehr von denen mitgenommen. Von verschiedenen Artists natürlich. Und die Kette, richtig pretty, die hängt jetzt an meinem Mikrofon. Und natürlich den Anhänger, den wir gerade noch gesehen haben. Den mag ich auch richtig gerne. Also ich finde den auch von der Qualität irgendwie cool. Auch dass der in so einer Box ist. Ich weiß nicht, ob man den rausholen soll, aber ich finde den irgendwie ganz cool so. Ja, der Plüschi, ich hoffe, einer von euch erkennt, wer das ist. Es steht nichts dabei, so. Und natürlich der Hauptgrund, darüber habe ich mich natürlich am meisten gefreut, habe ich mir die ersten beiden Manga von Drawing Like a Sir mitgenommen, natürlich signieren lassen. Von ihm und Tobias, also dem Storyschreiber. Mir ist es ein bisschen peinlich, dass ich die noch nicht gelesen habe, weil ich Drawing Like a Sir schon so lange verfolge. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, okay. Don't judge me. Dann habe ich noch so für 50 Cent, konnte man bei so einem Bälleautomaten, wie heißen die denn? Diese random Automaten, wo man halt so Kugeln kriegt, habe ich mir 4 Stück gezogen. Da war einmal so ein Pokémon-Schlüsselanhänger mit Chigi dran. Der war verdammt cute, das war mein erster, da ist so ein bisschen eskaliert. Da habe ich mir direkt ein paar mehr geholt von diesen Bällen. Ich habe die 2 Katzenohrringe bekommen, die ich absolut geil finde, vor allem die oberen irgendwie. Und dieser goldene Schmetterling, mit dem ich jetzt nicht so viel anfangen kann. Ich bin kein Typ für Gold. Ich liebe Silber, aber Gold ist gar nicht meins. Deswegen, ja, schaue ich mal, ob den irgendjemand haben möchte. Das war meine Ausbeute. Und ich hoffe, euch hat mein kleiner Vlog gefallen. Ich würde gerne in Zukunft mehr davon machen. Deswegen hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich. Euch einen wunderschönen Tag noch.